Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lies of P. Ja Leute, es wird wohl wieder Zeit weiterzumachen in Krat. Wir haben gesehen, Krat ist völlig zerstört. Irgendwelche, ja, was ist das überhaupt? Ergo-Erze, die sich durch die Erde bohren? Oder was ist das? Auf jeden Fall irgendwas, denke ich mal, mit dem Manus hat es zu tun. Mit diesem Simon Manus, mit diesen Alchemisten. Ja, wir werden einfach weiter erkunden, weil wir sind ja mittendrin stecken geblieben. Wir haben keinen Boss gesehen, wir haben aber allerdings die Story schön vorangetrieben, wie man so schon sagt. Ja, aber wir sind zu nichts gekommen. Also, ich bin schon echt heiß drauf, ich würde gleich loslegen am liebsten. Also, legen wir auch los, auf geht's. So, here we go. Hier sind wir stehen geblieben, Leute. Wie ihr seht, ich habe jetzt eine Pulszelle mehr. Ich habe da was gemacht. Ziemlich geil. Da ist ja gleich irgendein Monstrum. Was ist denn das? Okay. Okay, wir müssen den Schießer vernichten. Oh Gott. Wir müssen ja schnell. Okay, Junge, wer bist du überhaupt? Und was bist du? Wow. Okay. Das war's mit ihm. Ich glaube, das war ein Standardgegner, nur ein etwas stärkerer. Krasses Teil. Da ist ja der Da ist der nächste. Junge. Leco mio. Aber er kündigt seine Attacken eigentlich ganz gut an. Eigentlich geht er. Loser! Ja, das geht so nicht, ne? Ja, wow! Puh, Jung! Okay, mal sehen, ob ich ihn parieren kann. Nein! Man kann ihn schon gut parieren. Und dann kann man ihn fertig machen! Ja, der geht schon, der geht schon. Where are we now? What the shit? Jetzt kommt Kollego, hä? Ja gut, du hast keine Chance. Shit, ich hab's übertrieben. das sieht mir nach einem besonderen Gegner aus. Was ist denn das da vorne? Ich habe ein bisschen Respekt. Ist das ein Boss sogar? Fuck, das ist ein Boss. Fuck. Und der macht störungskomische Scheiße. Oh shit, okay. Unberechenbar. Ah, oh, ich konnte mich gar nicht heilen. Wir müssen aufpassen. Oh Gott. Mist, wir brauchen viel zu lang. Viel zu lang mit dieser Waffe. Okay, diesmal mal geschafft. Ey. Trotzdem, es ist sehr schwer, sie zu brechen. Oder eher, ich weiß ja gar nicht. Das war gut. Das war sehr gut. Schwierig, Junge. Schwierig. Leck mich doch. Und was zum Teufel? Okay, das ist... Okay, sehr gut. Aber jetzt müssen wir leider... Wow, 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 wow! Das ist mies! Wir müssen unsere Waffe reparieren. Für den ersten Versuch, okay? Schaffen wir es schon. Ich musste die erst lernen. So, here we go again, Leute. Wir starten gleich mal mit Flammen hier. Los geht's! Auf geht's, mal sehen. Ich hau jetzt mal richtig rein. Scheißegal. Sehr gut. Mal so richtig reinhauen. Na, so am Anfang gleich mal. Ist doch immer ganz nett. Gleich nochmal. Das war schon ganz nett.
Okay, wir sind so im Vorteil, sehe ich gerade. Ach komm, wie lange brauchen wir? Ich muss mehr einfache Schläge machen, glaube ich. Diese hier. Mist. Genau so und dann nochmal ein Schuss. Easy eigentlich. Und wir kriegen Legion-Kaliber. Ja, eigentlich echt easy, ne? Aber schon eigenartig, es passiert nichts. Das war jetzt nur ein Boss. Die Musik läuft noch genauso unheimlich weiter. Lebt das Ding? Victor konnte nicht vollendet werden. Mögen Sie die Besitzerin des wirklichen... ist viel zu schnell. Vollständigen Elixiers werden. Wer ist damit gemeint? Also Victor war nicht fertig. Okay, Leute, jetzt können wir den anderen Weg gehen, bevor wir hier weitergehen. Es würde mich echt interessieren, was da hinten ist. So, nämlich hier kann man ja runterjumpen. Oh Gott. Explodiert, wir müssen aufpassen. Okay, tschüss. Buntes Ergo-Fragment. What is it? Oh, eine neue Versorgungskiste. Oh, da müssen wir zurück. Dann geben wir ihm das Ding, mal sehen, was er jetzt hat. Wir haben jetzt auch viel Geld, wir können viel kaufen. Ja, mach das mal. Ja, komm. Was hat er denn? Okay, krass. Jetzt kann man einfach die Dinger bei dem kaufen. Was? Nein. Ja, okay. Wir können unsere Waffe halt komplett aufwerten. Wie geil ist das denn? Und der hat 4 davon. Wow, das ist das krass. Und der hat auch Quarz. Und der hat diese Legion. Und der hat ein kryptisches Gefäß. Okay, wir müssen Ultra einkaufen. Das ist wichtig. So, dann leveln wir mal diese Waffe hier hoch. Das ist ja... Okay, jetzt können wir den Vollmondstein nutzen. Und jetzt können wir sie hochleveln. Krass. Stärkste Spezialwaffe. Schade nur, ich mag die Waffe voll, aber sie skaliert halt eher. Vielleicht können wir eine Kurbel einsetzen. Vielleicht geben wir eine Entschlossenheit-Kurbel einfach rein. Ja, machen wir das. Sehr gut. Mein Gott, wir sind unter 50% jetzt. Wir sind unter 50%. Ist das genial. Ich muss mich halt an das Moveset gewöhnen, aber es ist ja der Oberhammer, oder? So, von der letzten Folge können wir jetzt noch den hier herstellen. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Trophäe, denke ich mal, oder? Ja, Sammler von Legionswaffen. Wir haben auch 5 Kaliber, sehe ich. 5 Stück. Wir können irgendwas richtig geil verbessern. Okay, dann lege ich mich fest. Wir nehmen das hier. Genau. Jetzt haben wir auch das maximal aufgewertet. Wir haben einen Granatwerfer sozusagen und unser Flammenwerfer. Passt. So, und wir haben noch ein kryptisches Gefäß gekauft. Mal sehen, ob wir das entschlüsseln können. Besser gesagt, er wird es für uns entschlüsseln. Nun können wir das Rätsel dann lösen. Ja, komm. Hide these, kill that, steal those. It's all the same. I am a simple, albeit ja. Perhaps sometimes I share too much. Ja. Ah, das Tor. Das muss ja offen sein jetzt, sonst gibt es ja gar keinen Sinn. Gehen wir hin. Oder was war dieser Hinweis denn sonst? Es sah ja so aus. Und? Ist offen. Geil. Okay. Gott, wir haben jetzt ein ganz anderes Bild. Es spielt sich jetzt ganz anders. Muss das Moveset erstmal kennenlernen. Moment, reden wir erstmal mit Hugo. Oh, you're here. See? I told you I'd do it. Ja, wie hast du das geschafft? No trace of Alidoro inside, though. And the Hermit's Cave itself is too deep for me. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Alidoro's favorite treasure hunting grounds. Wo ist denn das? I'm curious why he'd go back there. Maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later. Wo ist das bitte? Keine Ahnung. Und was? Hier ist gar nichts, oder? Hier ist nur dieses Item. Was? Hier ist eine Falle. Da wollen wir ja nicht reinlaufen, oder? Ich laufe da jetzt mal nicht rein. Hä, wo geht's denn hier lang? What? Wo sind wir hier? Das ist ein komplett anderes Gebiet.
Und da sind wieder diese Störungsdinger. Und man könnte hier gleich runter. Seht ihr das? Alter! Ich muss mich noch an die neue Waffe gewöhnen. Gibt's nicht, Mann. Wir könnten jetzt spaßhalber die Falle mal auslösen. Wow. Ja, toller Spaß. Das war also die Falle. Aha. Jemandes Berichts, Notizbuch. Oh Gott, gibt's viel zu lesen. Auch dieser Ort ist kontaminiert. Es ist nicht mehr viel Wasser übrig. Mir half ein freundlicher Eremit, aber auch er weiß, dass er das nicht mehr lange durchhalten wird. Schreckliche Mutationen ist Ergebnis des Neutralisierungsprozesses der Versteinerungskrankheit. Viele der Leute in Krat werden zu Kadavern. So schaut's also aus. Das bedeutet, die Kadaver entstehen beim Neutralisierungsprozess dieser Versteinerungskrankheit. Wie auch immer das passiert. Mhm. Lumaccio ist krank, Sophia vermisst, Sophia? Lorenzini hat die Hoffnung verloren. H ist tot. Medero. Wir haben unser Leben riskiert und von jedem Posten aus gekämpft, aber manchmal gibt es keine Belohnung. Einige Dinge sind uns trotzdem geblieben. Etwas, das selbst Macht und Lügen nicht vertuschen können. Die Wahrheit. Jemand wird die Wahrheit aufdecken. Niemand wird die Lüge entlarven. Wir gehen einen Schritt weiter für all die, die uns nach uns kommen. Ich glaube, das war meine Rolle. Ich bin Medero, der Reporter. Mhm. Meine Waffe war mein Stift und die Wahrheit. Ja, das hat Medero geschrieben. Ja, was ist die Wahrheit jetzt ganz genau? Ich meine, okay, das ist der Neutralisierungsprozess, ne, der das hier so macht mit den Leuten. Gehen wir mal hier weiter. What? Schon wieder? Oh, die Waffe ist hier saugefährlich. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja, ja. Schon ganz nett, die Waffe, oder? Das ist so ein Fight, im normalen Fall. Das Coole an der Waffe ist halt höchstens, dass wir jetzt halt mehr aufs Parieren achten müssen, weil ich kann die Gegner nicht mehr so stark staggern wie vorher. Vielleicht wird es Zeit für unsere Fabelkünste jetzt, oder? Schaut mal her. Alter, ist die krass, die Waffe. du, kann ich dich nicht abwerfen von hier? Ja, das ist doch geil. Er geht zurück. Er geht rückwärts. Okay, von mir aus gehe. Ist es tatsächlich? Es ist ein Stargazer, Leute. Where the heck? Aber ich werde mich jetzt nicht hinsetzen. Wir haben noch alle Heilungen. Nee. Sonst kommen sie ja wieder, ne? Die ganzen Heinis. Ah, du! Auch der Backstab ist gefährlich, ey. Wir wären fast nach hinten runtergeflogen. Hilfe! Die Kugel? Die reicht nicht ganz. Doch, geile Kugel, Alter. Okay, und jetzt müssen wir uns mit diesem Ding hier rumschlagen. Na komm. Was macht der da? Oh shit. Also wir sind so beweglich, ne? Das ist der Hammer mit dieser Waffe. Alter Schwede. Ich kam zwar nicht zum Parieren, aber egal. So, Kiste. Gib mir die Kiste mal. What's inside? Schon wieder nicht. Okay, das ist krass, oder? Jetzt kriegen wir schon wieder so eine verrückte Waffe. Schaut euch mal an. Die macht Feuer. Oh mein Gott. Sowas hätte ich mal früher gern gehabt. Komm, geh weg. Hä? Nein! Oh! Ach komm! Das Spiel belohnt Parieren, ich sehe schon. Boah, das Schwert ist so gefährlich hier, ne? Und wo ist jetzt die Falle? Von vorne? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht sollten wir da runterrollen. Ja, da unten warten wir schon. Komm, gehen wir runter. Ich wusste es.
Ich wusste es. Also das Schwert ist sehr gefährlich hier. Ich merke es immer wieder. Jeder Schritt hier ist echt... Seht ihr, jetzt hat er wieder einen Backstep gemacht. Der Backstep macht 2 Meter oder 3, wenn du vor einem Abgrund stehst. Ey, du stirbst. Einfach so. Das Wasser ist seltsam. Ich weiß nicht, wann es anfing, aber meine Tränen und mein Blut sind auch blau geworden. Ich habe die Offenbarung des blauen Schmetterlings gesehen. Sie haben mich gebeten, sie aus diesem Gefängnis zu befreien. Der Zeit zu befreien. Die Fee ist fern der Fee. Die Fee weint. Die Fee. Die Zeiger der Uhr haben sich immer weiter gedreht, um die Zukunft des Jungen zu finden. Wer bist denn du? Shit. Ich sehe gar nichts hier, ne? Ich komme auch nicht weg hier. Er drückt mich gegen die Wand, ne? Oh, wir können ihn erbrechen, sehe ich gerade. Hä? Doch nicht! Du Arsch! Mist. Okay. Heilen wir uns. Wir hätten ihn brechen können. Du Arsch! Aber jetzt können wir brechen. Das gibt's nicht. Jetzt aber. Ich weiß aber nie, welcher Move kommt bei diesem Schwert. Furchtbar. Oh, jetzt machen wir ihn einfach platt. Vielleicht ist dieses Ende besser? Das war der Eremit, wie er sich verändert hat. Ziemlich abgefahren. Was steht hier noch? Ich lasse die Schrift des Schmetterlings hier. Vergiss nicht, du bist ein Mensch. Jetzt ist an der Zeit, der Schnur zu entkommen, oder was? Ja, zu entkommen. Die Fee. Wer ist denn die Fee? Jagdbekleidung der schwarzen Katze und ein Quarz. Naja, dann ist ja klar, was wir tun. Wir haben wieder ein neues Outfit, aber es... Ja, es ist wieder mal... Es sieht nicht besonders aus. Wir haben jetzt schon 4 solche Outfits, die fast genauso ausschauen. Also, naja. Für diesen weiten Weg, den wir gegangen sind, haben wir es verdient. Wir haben es verdient, was Neues anzuziehen. Und vor allem mit diesem Schwert in dieser Gegend, das war wirklich schlimm. Ja, wir gehen jetzt erstmal natürlich zurück, bevor wir da weitermachen, weil wir die Schallplatte kurz anhören müssen. Ist doch klar. Ist nicht vielleicht Sophia die Fee? Weil Ergo macht uns ja irgendwo menschlich und sie kann Ergo in unser Level verwandeln, irgendwo. Außerdem hat sie so ein Feen, so eine Feenbrosche hier, also... Irgendwie glaube ich das irgendwo. Na egal. So, legen wir die Platte ein jetzt. Mit der haben wir schon länger nicht geredet. Ich denke, er versuchte, eine Escape-Route zu sichern. Schau für ihn um Krott Central Station. Irgendwer muss am Hauptbahnhof im Krat noch sein, sagt sie. Echt? Wo soll das sein? Da müssen wir auch noch schnell hingucken, denke ich. Mag uns die Katze mittlerweile? Die haben uns am Anfang nur angefaucht, aber weil wir schon so menschlich sind, ist ja witzig, oder? Ist das genial. Wir haben unsere Zelle noch einmal erhöht. Wir haben jetzt 5. What the shit? Hier werden sie aufgeladen, das ist so praktisch. So, wann ist das Lied endlich vorbei? Verdammt nochmal. Du spürst deine Wärme, wir haben es geschafft. Okay, gehen wir weiter. Hier war ein Aufzug, genau. Okay, hier geht's weiter. What? Erschütterung. What? Shit. Erschütterung. Darf ich mich umdrehen? Das Hotel wird angegriffen. Oh nein, was geht denn jetzt ab? Scheiße. Simon Manus. Scheiße, das Hotel wird angegriffen. Dieser Manus. What could it be? Come on, pal. No time to lose. Ja. Das läuft hier nicht in Echtzeit ab. Wir müssen uns hier nicht schicken oder irgendwas. Oh, hier ist ein Stargazer. Okay, vielleicht können wir damit zurück.
Wir können hier jetzt einen Stufenaufstieg machen? The Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. You know, walking works. Wir können Stargazer gerade gar nicht benutzen. Ich glaube, wir sind hier langsam im Endgame, Leute. Oh, da vorne wartet bestimmt ein Boss. Okay, Leute, aber dann gucken wir erstmal in die andere Richtung. Hä, was ist denn das hier? Das ist hier der... Ah, hier klingelt ein Telefon. Okay, seht ihr? Es war schon wichtig, mal herzukommen. Ein neues Rätsel. Okay, mal sehen, okay. Ergo, denke ich. Ja, blauer Fleck gibt auch keinen Sinn, aber ich war trotzdem leicht verwirrt. Egal, passt schon. Kriegen wir jetzt einen Schlüssel oder ein weiteres Rätsel? Woher haben die Puppen das Ergo? Noch eine Frage, aha. Ja, von den Menschen, oder? Wir haben aufgepasst, ne? Ne, es war doch keine weitere Frage. Und wir kriegen den Schlüssel. Und wir spüren den Wärme. Oh, I love it. Sehr gut. Machen wir das Ding kaputt. So, wir haben ja auch noch unseren Granatwerfer. Nutzen wir den. Sehr gut. Somit haben wir schon irgendwo eine Fernkampfwaffe. Ich finde, das fehlt ja in dem Spiel. Die Wurfobjekte sind viel zu teuer und zu selten. Hier ist noch ein Item. Immer diese Wege, wo du denkst, hier könnte auch noch was Cooles sein. Und am Ende wartet überhaupt nichts Besonderes. Mal sehen, was hier ist. No comment. Hey, hier war doch der Parademeister. Hä, ist das wieder der Parademeister? Okay, ein bisschen anders. Ach, scheiße. Ich sehe gar nichts, wenn er mich hier an die Wand drückt. Das ist furchtbar. Oh, wir haben unsere Fabelkünste nicht voll. Bis jetzt habe ich nicht einen einzigen Hit gelandet. Der macht mich einfach platt. Ich sehe seine Attacken nicht mehr. Jetzt habe ich ihn einmal pariert. Ach so, da kommt noch was. Diese Waffe ist nicht so ganz mein Playstyle halt. Der macht immer komische Moves und so, anstatt direkt anzugreifen. Ach, das nervt mich irgendwie. Also, wir müssen ihn erst kennenlernen. Was kann der überhaupt? Er holt aus und dann... Ey, der drängt mich gegen die Wand und siehst du ihn gar nicht mehr. Okay. Kommt sowas, dann kommt sowas. Okay, das war pariert. Das ist... Eigenartige Attacke. Okay, scheiß drauf. Wir sind auch mal dran. Okay, jetzt sind wir wirklich dran mal. Okay, passt schon. Alles gut. Okay, jetzt kommt der Schmarrn, das wisst ihr jetzt. Geht schon. Machen wir mal das hier. Ja, komm schon. Wir bringen ihn zum Burn am besten. Jetzt burnt er, der hat so viel Schaden genommen, das ist der Hammer. Der haut ständig über uns drüber, der ist voll scheiße. Ja, da kommen Gegner. Oh Gott! Okay, das ist natürlich schon assi. Okay, geh weg. Verfall ist das Gefährliche hier. Oh nein, er hat es gepackt. Oh nein, Verfall. Haben wir Verfall? Ich glaube schon. Shit. Ich glaube, ich gebe mir mal so eine Ampulle. Gebt ihr die Ampulle bitte, danke. Heilung. Schuss. Den machen wir, glaube ich, platt.
Okay, schnell weg. Ich kann gar nicht. Ist das ein Arsch. Shit, macht er einen Schaden. Aber wir sind unter ihm und dann hat er verloren. Das ist kein Witz, ne? Er war so schwach eigentlich. Das war das Übel mit diesen Gegnern. Vollmondstein und Quarz. Wie geil ist denn das? Das heißt, wir können jetzt auch eine normale, keine Spezialwaffe hochleveln. Ja, wir gehen halt hoch. Ist hier noch was? Nö. Halleluja. Ach du Scheiße, Hippocrite. Scheiße. You're alive. I was worried because I didn't hear from you. Sie haben Geppetto entführt. Welche Stalker? It was the fox, the cat and the black rabbit. Was die zwei Arschgesichter? Really, I sense Simon is behind this. Den wir geholfen First, haben. Go to the second Fuchs und Katze. And make sure everyone is okay. I'll try to Was für Arschgesichter? Antonia might know a secret passage. Try asking. Fucker. Hä, sie ist auch nicht da. Das ist ja richtig kacke. Alle sind weg und tot, oder was? Was ist mit Alidoro? Der ist auch weg. Antonia ist auch nicht da. Die Tür. An die Tür klopfen. Sie ist doch da. Well sie ist doch da, Gott sei Dank. Oh, it's you. Give me a sec. Okay. Halleluja, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Sie wäre auch weg. Unsere Waffenexpertin. Da ist auch Antonia. Und Polendina und Venigi. Alle sind hier. Die haben eigentlich alle nichts zu sagen. Ich glaube, nur Antonia ist wichtig. Ein geplanter Hinterhalt. Mal sehen, was sie sagt. Und ich wollte ja zum Bahnhof gucken wegen ihr. Scheiße. Ist es dafür zu spät? Ja, Geppetto wurde entführt. Scheiße. Das ist schon mal was Neues, dass so dein Safe Space, den du in jedem Souls-like hast, angegriffen wird. Das ist schon irgendwie neu. Es gab so ein bisschen bei Bloodborne zum Endgame, wo halt die Hütte brannte, aber so noch nicht. Hinter ihrem Porträt ist es. Ach, da ist es. Ah, wir müssen zum Klavier und ein Akkord spielen. Ja, machen wir das jetzt automatisch? Wütend. Wir haben eine Emotion bekommen. Okay, da wird es dann weitergehen. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich es erst. Wir müssen ans Klavier und spielen. Das machen wir nicht jetzt, Leute, weil dann würden wir wahrscheinlich Endgame, so richtig Endgame starten. Machen wir das nächste Mal. Was ich aber unbedingt noch gucken will, ist, ob ich von Belle am Hauptbahnhof noch irgendeinen Hinweis finde. I never imagined the stalkers would dare attack the hotel. What's going on? Ja, das ist die Frage, ne? I think he was trying to secure an escape. Ja, sie sagt noch das Gleiche. Das heißt, die Quest ist noch nicht vorbei. Gut. Alidoro has disappeared. Though I suppose I don't need to call him genau, wer ist der Typ und wo ist der? Das ist auch so ein Ding. The hotel has security measures against human infiltrators. I thought it was strange that they didn't activate during the attack. Ja, ich wusste es doch, er ist schuld. Ich hab den eh nicht getraut. Ja, er war das. Okay, der Typ muss... Echt, wo ist der Typ? I suppose that's a pointless question now. I want you at your best. Wo ist Alidoro, ist die Frage. You're here. Ah, looks like you've dealt with the puppets menacing the hotel steps in your typically dashing style. The king of puppets used carefully measured ergo wavelengths to control other puppets. Uh-huh. Still don't know if the frenzy arose by the king of puppets or if someone else is pulling the strings. I must find a way to prevent puppets from hurting any more humans. The tragedy of Arlecchino must remain a one. These records are like a puzzle wrapped in ring. The light shines brightest in the darkest times. Worauf will er hinaus? I always welcome. Nee. Keine Ahnung. Das war anscheinend ein wichtiger Dialog. Wir sollen Arlecchino finden oder sowas. Oder Arlecchino. Kein Plan, Mann. Ich will eigentlich Alidoro finden. So, bringen wir dem mal was bei. Das können wir wohl jetzt. Wut, ja, weil wir es gerade gelernt haben.
I think it's brave. I hope I find someone I can be brave for. Hello, my only friend. Anscheinend fehlt uns noch etwas. Okay, es fehlt noch etwas. Naja, okay, gut. Aber wir haben ihm Wut beigebracht. Okay, hier ist nochmal der Bahnhof. Hier könnten wir nochmal vielleicht irgendwie diesen NPC für Bell finden. Allerdings muss ich jetzt das Ganze hier durchsuchen. Das ist ja furchtbar. Ich meine, wo soll das sein? Ich verstehe es nicht. Also, gab es hier überhaupt irgendetwas? Es gab hier doch diesen komischen, sich verwandelnden NPC. Wisst ihr noch? Ist der vielleicht damit gemeint? Hier ist er, glaube ich, schon. Ist er das nicht? Ich glaube schon. Wir können mit ihm reden. Are you a stalker? Name's Atkins. Ist es der Typ? Croat Militia. The suburbs are sealed off. There's no escape. Communications cut off too. Ich bin froh, dass ich ihn nicht angegriffen habe, Mann. Das ist der Typ. Bell, ja. Wir haben seinen Brief bekommen. Ist ziemlich privat, sollen wir das lesen? Ich überflieg's nur mal kurz, okay? Okay, das ist so ein Liebesbrief eigentlich mehr. Ja. Ja, das ist ein Liebesbrief, ja. Das ist privat, Leute, das lesen wir nicht. Gib ihn zurück, geil, wir haben's gefunden. Scheiße, schaut's hier schlimm aus. Hier wird auch nicht aufgeräumt anscheinend. Hallo? Macht mal was. So, Brief, komm. I was getting worried, waiting this long. Ja, 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 ja. So give it to me straight. Na gut, wenn du willst. Nee, wir lügen. Komm. This is Atkinson's handwriting on the letter. Wir haben wieder gelogen. I never thought it would end like this. Aber ich glaube, so ist es besser. Who make you believe they'll always be with you. But a life can be snuffed out at any moment. I need to stay alive to notify others of his death. But anyway, I appreciate knowing what happened. Es war eine schwere Entscheidung halt. Ich glaube, dem Typen ist halt nicht mehr zu helfen, weißt du? Why? Du spürst deine Wärme. Und wir haben eine neue Schallplatte bekommen. Naja, spielen wir sie ab. Jetzt können wir diese Waffe noch einmal verbessern. Stärkste normale Waffe. Das heißt, wir können jetzt doch wieder wechseln, ne? Wir haben jetzt zwei Waffen. Aber ich muss sagen, das Schwert macht genauso viel Schaden. Das Ding staggert halt zusätzlich. Gegen manche Gegner ist das Schwert besser. Und gegen andere die Waffe. Ich glaube, wir sollten uns abwechseln. Der Heuchler steht da und wartet, bis das Lied zu Ende. Wird er es schaffen? Ja. Und wir spüren wieder eine Wärme. Ist das nicht ein perfektes Ende, Leute? Ja, das nächste Mal schauen wir uns das Porträt an und dann geht's weiter. Ich weiß jetzt nicht, wo Alidoro ist. Ist unmöglich. Wir haben nicht mal einen Hinweis. Ich werde jetzt nicht die komplette Welt absuchen. Das dauert viel zu lange. Aber vielleicht ergibt sich das auch noch. Ich weiß nicht genau. Und deswegen machen wir einfach mal weiter. Ich glaube nicht, dass jetzt was verloren ist. Sonst hätten wir einen Hinweis bekommen. Hier gibt's immer... Ich finde, das Spiel macht es schon fair halt. Und es sagt dir schon, was du machen kannst. Deswegen... Machen wir weiter das nächste Mal, aber nächstes Mal. Heute hatten wir auch zwei Bossfights, war lustig. Schauen wir mal, wie das Endgame läuft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.